Was geht ab, meine kleinen Leckermäulchen, und herzlich willkommen zurück zu Futter TV mit Krebs-Set 2.0. Ja, Versuch Nummer 2, der erste ist leider sowas von in die Hose gegangen. Ja. Wir starten gleich mal ins Video. Genau. So, wir brauchen erstmal 50 Gramm Butter, die muss weich sein, sonst mit harter Butter kann man nicht. Die muss nicht weich sein, die muss flüssig sein. Flüssig? Okay. Natürlich, die kommt noch mal in die Mikrowelle gleich. Wir starten mit 50 Gramm Butter. Gut, dass die Butter immer so ein Messding hat, dass man genau weiß, wie 50 Gramm sind. In eine kleine schwarze Schälchen kommt das Ding jetzt rein. Genau. So. So, und dann ballern wir das mal eben in die Microwave. Genau. So, unsere Butter ist geschmolzen. Jetzt messen wir uns ab. Mit unserem Messbecher. 200 Milliliter Milch. 150 Gramm Mehl. So, dann ballern wir drei Eier hier rein in unser Gedöns. Das mit der Wolle treffen nicht mehr. Nach euch wollten die Eier nicht, ne? Gehst du wohl auf, Freundchen. So, und als nächstes sieben wir unser Mehl durch. Warum sieben wir das durch, damit das Ganze nicht schön klumpig wird? Das wollen wir vermeiden. Wenn ein bisschen mehr daneben geht, ist nicht so schlimm. So genau musst du das Rezept jetzt auch nicht nehmen. Hauptsache, es ist fein gesiebt. So. Mehl ist gesiebt. Nehmen wir unser Handrührer. Das ist fertig. Wir haben schon mal eins zur Probe gemacht. Jetzt nehmen wir natürlich unseren Teig. Nehmen eine ordentliche Kelle. In die gebutterte Pfanne. Wir wollen den Teig eigentlich schön langsam auffließen lassen. Oh, der sieht besser aus als den, den wir gerade in Probe hatten, ne? Definitiv. Weil Probestück, das was jetzt kommt. So, das lassen wir jetzt schön durchstocken. Wir brauchen den nicht mal umdrehen, wir brauchen den wirklich nur durchstocken lassen. Der soll eigentlich auch so wenig Farbe wie möglich kriegen. Ich hoffe, das erreichen wir. Hoffentlich. Dann sieht man ja schon. Gerade schön flüssig und jetzt stockt er nach und nach an jeder Seite halt. Ne? Man sieht schon, wie der gut durchstockt. Bewegt sich super. Der Teig ist rumweg. Ist jetzt diesmal dein Teig, ne? Diesmal mein Teig. Das hättest du jetzt aber nicht sagen können. Mein Teig war ja scheiße. Kannst du ruhig sagen. Der letzte Teig, den wir gemacht haben, war scheiße. Den, den ich jetzt gemacht habe, ist tausendmal besser. Mhm. So. Oh, der hat. So was wollen wir erreichen, ne? So eine schöne Farbe. Dann faltet ihr den. Hebt den raus. Und legt euch die erstmal beiseite. Schön gefaltet. Jetzt ist der Christ vielleicht. Weil ich ja im Umfummeln bin, weißt du? Ja, kann passieren. So, wir warten jetzt fertig. Wir sehen uns gleich wieder. Genau. Krebs sind schon fertig. Ich presse jetzt erstmal unsere Orange und mache da ein paar schöne Scheiben für unser Sößchen. Ne, Chris? So sieht's aus. Das heißt, du musst eine schälen. Drei Orangen pressen reicht? Ungefähr? Drei Orangen pressen, ja. Und nicht ungefähr, sondern ziemlich genau. Guck mal, was wir haben. Wir haben endlich eine Presse. Ja, wir haben neues Equipment.
Die brauchst du jetzt nicht nach oben zeigen, weil ich eh auf dem Brett bin. Mit der Kamera. So. Oh, das sind auch schöne Saftorangen. Okay. Sehen gut aus, sehen sehr gut aus. So, wir haben unsere 200 ml recht. Bisschen über 200, aber drei Orangen sind ja. Genau. So, jetzt brauchen wir eine Orange geschält. Jetzt zeige ich euch, wie man Orangen schält. Haben wir schon mal gemacht. Stimmt, das hast du ja mal gemacht. Richtig. Bei unserem Coleslaw-Video. Stimmt. Schaut auf jeden Fall da mal rein. Genau. So. Jetzt. So, wunderbar. Dann mache ich jetzt den Süßchen fertig. Genau. Dann sagen wir mal, bis gleich. Jetzt ist alles vorbereitet. Jetzt kommen wir gleich zu unserem Triple Sec, wie wir euch beim letzten Video ja schon gesagt haben. Aber zuerst mal, geht's an, wunderbar, machen wir unser Karamell. Das heißt, wir brauchen ordentlich Zucker in die Pfanne. Wirklich ordentlich Zucker. Dann haben wir ein gutes Stück Butter da rein. Kann schön mitschmelzen. Gut, dass durch das warme Wetter gerade die Butter sehr weich ist schon. Genau, jetzt kommt hier nämlich in den Kühlschrank. Und das Ganze lassen wir jetzt mal eben einen Moment schmelzen. Deswegen, bis gleich, ne? Bis gleich. So, unser Zucker hat sich wieder aufgelöst. Jetzt kommen wir zu unserem Triple Sec. Jetzt kommen wir zu unserem guten Alkohol. Jajol! Das sieht jetzt schlimmer aus, als es ist. Wirklich, Leute, das sieht schlimmer aus, als es ist. So, jetzt wird erstmal wieder alles schön verrührt. Und gleich kommt schön das Special Effekt. Jetzt nehmen wir unser Starkfeuerzeug, das ich auf volle Pulle gestellt habe. Das heißt, die Flamme ist eh schon riesig. Ihr seid ja so gleich mit die Romanen bestimmt. Puffeleffekt oder was? Ja, Flammen sieht man auf dem Bild. Das ist echt schön. Das Ganze lassen wir jetzt schön abflammieren, bis kein Feuer mehr da ist. Seid vorsichtig. Manchmal sieht man die Flammen nicht mehr. Ja, deswegen habe ich gerade ein bisschen Zucker genommen. Da hat man gerade schön die Flammen gesehen. Das geht am besten mit Zimt tatsächlich. Echt? Ja. Das wusste ich selber jetzt nicht. Also Zimt brennt schön, Zucker nicht unbedingt. So, es ist immer noch schön am Brennen. Das soll auch so bleiben erstmal. Bis der gesamte Alkohol da drin verflogen ist. Das sieht wirklich gut.
Ich glaube, jetzt ist es ausgegangen. Ich würde fast behaupten, ja. Jo, das Feuer ist aus. Boah, das ist Aroma, ne? Das riecht. Deswegen habe ich gesagt, schade, dass YouTube keinen Geruchssensor hat. Dann hätte der auch gerochen. So, unsere Soße wird jetzt langsam schön cremig. Wir können jetzt den ganzen Herd etwas runterschalten. Mhm. Dann stellen wir uns schon mal einen Teller an, der jetzt natürlich Fingerabdrücke hat. Unsere schwarzen Teller haben nämlich leider immer Fingerabdrücke, ganz schnell. So, jetzt kommen unsere Brandgümüchlein, also unsere Krebs, kommen da rein. Eine halb und eine halb. Wir wollen, dass sie sich schön mit der Soße vollsaugen. Und natürlich wieder heiß werden, die haben wir jetzt schon schön abkühlen lassen. Jetzt drehen wir einmal. Oh. Schön mit der Soße vollziehen. Deswegen aber trotzdem immer noch aufpassen. Die Soße ist genauso wie das Karamell, wie ihr gerade gesehen habt. Das ist brutalst heiß. Brutalst heiß. So, die Soße ziehen wir jetzt schön hier drüber. Mhm. Dann nehmen wir uns einen Teller und unsere Palette. So. Lass ein wenig Soße abtropfen. Oh, guck mal, wie fein und schön das aussieht, Leute. Ah, der Reis. Ein bisschen. Das ist nicht gut, der darf nicht reißen. Aber wir kennen uns ja, wir können es noch retten, halt, ne? Vorsichtig, das Zeug ist wirklich heiß. Ist heiß und... Schade, dass der jetzt gerissen ist, aber okay. Es sieht trotzdem immer noch schöner aus. Als nächstes kommen unsere Orangen Filetscheiben, die von beiden Seiten auch die leckere Masse abkriegen. Mal kurz in die Soße und werden heiß gemacht. Wir können den Herd jetzt ausmachen. Weil das reicht da jetzt von der Hitze her. Ne? Also ihr müsst wirklich vorsichtig sein. Weil die Dinger brechen nämlich sonst sehr schnell durch. Wie man gesehen hat gerade. Jetzt kommen wir hier mit den Orangen. Wir verstecken jetzt unseren Riss ein bisschen. So, jetzt könnt ihr noch ein bisschen Puderzucker drüber machen. Aber wir sind soweit fertig. Genau. Hey. Verdammte Kacke. So. Dann wollen wir jetzt gleich mal probieren. Genau. So, wir sind fertig. Der eine Teller ist nicht ganz so schön geworden. Also, das muss man ein bisschen üben, anrichten, bin ich der Meinung. Aber wir wollen jetzt natürlich erstmal schön reinfahren hier. Deswegen. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich glaube, das ist einfach eines der geilsten Desserts überhaupt. Mhm. Ohne Mist. Also, absoluter Klassiker und zu Recht immer noch super geil. So, beim nächsten Mal gibt es ein Video ohne David. Das stimmt. Beziehungsweise David ist wohl da, aber nur zum Testen. So. Denn beim nächsten Mal machen wir das erste Mal What the Cook. Was das genau ist, werde ich euch dann im Video verraten. Genau. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und schreibt uns einen Kommentar. Wir würden uns beherzen. Wir würden uns überfreuen auf jeden Fall. Bis dahin, ciao!